Können wir ja auch einbauen, gar kein Problem. Der Fail der Woche. Ja, es sind wieder bei einem Amoklauf 20 Leute gestorben. Fail. Das ist nicht witzig, ich distanziere mich davon. Das ist auch ein fiktives Ereignis. Das ist richtig. Hallo. Also zum Moment der Aufnahme gab es keinen Amoklauf, von dem wir jetzt mitbekommen haben. Also falls ich den jetzt heraufbeschworen habe, damit dann... Aber jetzt am Wochenende noch ein Amoklauf ist auch ein bisschen schwierig. Ja, wer hat denn die Zeit dazu? Am Wochenende ist Busen und Beten. Wie sagt man? Beten und Busen. Busen und Busen finde ich am besten. Hoden und Hoden. Ja. Ja, willkommen zum Brennpunkt Internet. Cool, ja. Danke. Burning Point Internet. Schön, dass du mich hier empfängst. Ja, schön, dass du hier bist in meiner Wohnung. Ja. Freut mich sehr. Guck mal, ich habe da was stehen, Alter. Das lacht mich so an. Baldur's Gate. Hm. Es ist ein Spiel. Ja. Ein PS5-Spiel, ist aber ziemlich groß, sieht aus wie ein Buch. Hm. Das ist alles. Ab 18, uiuiui. Ich habe da was ganz Besonderes bekommen, nämlich. Machst du dann einen, wenn du auf Tour gehst und skatest, ist es dann die Baldur's Gate? Ja. Tour. Skate-Tour. Ja, doch, ja. Nee, ich habe das jetzt, aber wahrscheinlich dauert das noch ein bisschen, bis ich das spielen werde, aber ich finde es, vielen Dank, ich finde das ganz toll. So. Hast du Geschenk gekriegt? Ja, es ist eine, hier, das ist ein Spiel, was völlig an dir vorbeigegangen ist, weil du scheint so hinter Mond lebst, was Videospiele angeht. Das ist zu Recht wahrscheinlich Spiel des Jahres 320.000 Mal geworden letztes Jahr. Und das gibt's halt nicht einfach so zu kaufen als physische... Das musst du klauen eigentlich. Genau, das muss man klauen. Mhm. Die haben quasi so limitierte Special Editions. Und das ist so eine. Das ist jetzt vom LKW gefallen quasi. Genau. Saturn oder so. Oder? Genau. Mediamarkt. So, Ramelow sehe ich direkt jetzt. Ich habe ja neulich mal in Ramelow reingeguckt. That came out wrong. Nee, bei Missverstehen Sie mich... Richtig, war der zu Gast. Ich habe es noch nicht gehört, aber ich habe reingehört. Ich finde halt diese Person, ich weiß nicht, wer sie genau ist, irgendwie so eine Journalistin, Ulrike Rammelblödel, keine Ahnung, wie sie heißt. Rammelsmann. Die finde ich furchtbar in ihrer Moderation. Aber ich finde Gysi auch besser. Selber. Er ist auch kein Moderator so richtig, ja. Aber irgendwie ist er sympathisch. Ja, ich fand jetzt ihren Stil auch nicht so toll, aber... Wer weiß, vielleicht war der Gysi krank an dem Tag oder ja, so. Aber kommen wir dann gleich jetzt hier mit Politik-Scheiß und war Bodo Ramelow, wir wollen ja erstmal sagen, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, ne? Wir berichten ja hier auch über ganz tolle Sachen, die letzte Woche passiert sind, die nichts mit irgendwelchen Politikern zu tun haben, sondern mit Influencern, die Scheiße bauen, und da gab es ja auch wieder. Gibt's auch ein paar Sachen bestimmt, was. Ja. Wir haben auch eine Todesmeldung zu vermelden heute noch, ja, also eine tierische Todesmeldung. Heute passiert die noch erst, nee, ja. Ja, genau, die wird passieren. Wenn sie passiert ist, werde ich eine SMS bekommen, dann werde ich dann an die Leute da draußen berichten, dass die Person tot ist. Berichte dein Hitman dir dann live. Ach so. Okay. Oder Hitwoman. Ja, aber Hitman ist ein geflügelter Begriff, weil es da eine Franchise von gibt. Das kennst du auch wieder nicht, weil Videospiel. Ah doch, ich kenne Hitman. Brad Hitman Hart kenne ich. Hm. Aus WWE. Ich möchte einsteigen mit einer lustigen Nachricht, damit wir hier nicht gleich mit Weinen anfangen. Wo hab ich's denn? Nämlich, es gab eine witzige Wahlliste. Hab ich's denn? Demokratie ist kein Witz, Tino. Was soll die Scheiße? Fast. Die Märkische Allgemeine berichtet zwei Bürgermeisterkandidaten in Kotzen. Ja. Ein Ort, der Kotzen heißt. Mm, doch. Und zwar gibt es eine Wählergruppe, die heißt Proaktiv Kotzen. Finde ich gut, würde ich wählen, schon aufgrund des Namens. Ja. Und zwar von Jan-Peer Michalik von der Wählergruppe Proaktiv. Und Uwe Kraus treten an. Ich würde für Proaktiv Kotzen wählen. Ja, doch, das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Proaktiv. Es gibt ja noch andere Städte in Deutschland, die so proaktiv ficken zum Beispiel ginge, ja. Proaktiv Vögeln. Vögeln gab's, ja. Proaktiv Oberhässlich.
Da ist schon was zu holen, auf jeden Fall. Ja, doch, ist eine schönische, Alter. Ich war schon wieder beim nächsten Märkische. Ich habe nämlich kurz Vietnam-Flashbacks von unserer Altbundeskanzlerin bekommen. Dann kriege ich auch schon wieder Shoutout. Von Merkel? Na, Merkelsche Allgemeine, weißt du? Ja. Unallgemeine. Ja, es ist die Woche viel passiert, Robin. Du bist doch in dieser Influencer-Szene. Ja. Ist wieder irgendwer irgendwie. Gab es einen Nippelblitzer? Ja. Gab es jemanden, der seine Freundin auf dem Balkon gesperrt hat, bis sie dann erfroren ist jetzt im Sommer? Na, da holst du aber die alten Kamellen raus jetzt. Ich frage, ist es wieder so passiert? So ein Russe vor 3 Jahren oder so. Aber gab es irgendein Videospiel, was frisch rauskam, wo alle ausrasten und die einen sagen, oh, toll, bestes Spiel des Jahres und die anderen sagen, nee, ganz viele Bugs und so. Ja, also es gibt da die Farbenfuchs, die Leslie und die. Hatte auch mit jetzt Anschuldigungen zu kämpfen, ja, weil da gibt es so eine andere, keine Ahnung, wie die wiederum heißt. Und die hat gesagt, ja, ermutigt durch dieses Ganze immer noch Annie the Duck-Ding, ja, weil das hat ja quasi die Büchse der Pandora geöffnet, dass jetzt alle ihr Coming-out haben mit irgendwelchen schwierigen Influencern. Ich warte nur darauf, dass irgendwie Herr Rotes ankommt und sagt, ja, der Räuben, der hat auf jeden Fall mich auch immer geknechtet und hat gesagt, hier, der hat das ja damals schon besungen in seinem Lied irgendwie, dass er manchmal die Kamera nicht richtig gemacht hat oder so. Und da hat er zum Glück ganz schnell gesungen, dass das tut ihm lahaheit, ja. Weil sonst wäre direkt wieder die Rückhand gekommen. Das kann passieren. Ja, keine Ahnung, wer das jetzt letztendlich war, aber von dieser Leslie halt irgendwie inne, die da so Kontakt hatte und die wurde bei dem letzten Kontakt im November so getriggert, dass sie jetzt... Das klingt jetzt wieder sehr ironisch. Ich wollte es gerade sagen. Naja, warte, also... Und die haben sich beschwert damals im Dritten Reich, oh, die da verfolgt worden sind. Nein, also das hat mehrere Ebenen. Die wurde so getriggert, die ist halt jetzt in Therapie und hat Angststörungen und so. Und das will ich jetzt nicht zunichte reden. Ja. Aber das Gegenstatement von dieser Leslie Farbenfuchs, die halt auch so eine Cosplayerin ist, lässt halt vermuten, dass das vielleicht ein bisschen eine einseitige Berichterstattung war von dieser anderen Person, was jetzt nicht auch verwundert, wenn man quasi dann in so einer Downphase ist. Aber da kam dann zum Beispiel raus, dass es bei diesem, die kam auf mich zu bei so einer Convention im November und hat auf mich eingeredet, dass es dann darum ging, dass halt 450 Euro Schulden bestanden und die hat einfach gefragt, kann ich mein Geld wieder haben? So. Und dass das dann natürlich triggert, ja, und man dann in tiefe Depressionen fällt. Das triggert meine Armut. Das ist natürlich, ich will das wirklich nicht runterreden, aber wenn man diese Seite dann kennt, dann hat das ein Geschmäckle. Ja, das gibt's ja häufiger mal, ne? Also ich kenne jetzt diese Leslie Nielsen nicht, keine Ahnung, wer das ist. Aber ich hoffe, dass es dir besser geht und dass ihr das Schulden bezahlen kann. Nee, das ist die andere. Ich weiß nicht, wie die hieß. Oh Gott, oh Gott. Leslie ist Farbenfuchs. Und Farbenfuchs ist quasi 100.000 Follower bei Instagram, Cosplay, bla, aus der Tube. Ja. Habe ich nicht mitbekommen, finde ich traurig. Okay. Dass es Stress gibt. Okay, gut. Aber was du mitbekommen hast, ist wahrscheinlich das Thema der Woche. Und das kann ich einmal kurz anstimmen. Ja, das ist ja, es ist ja jetzt kein... Was hattest du jetzt gerade im Kopf? Das, was gestern jetzt in den Nachrichten war. Das ist nämlich das neue Covid. Ich sag's, wie es ist. Das ist ja nichts Neues. Also ich meine, dieser Gesang gab's ja schon mal. Ja, den hatten wir schon thematisiert, aber ich glaube nicht... Also gib der Sache ein Jahr und jeder in Deutschland, der dieses Lied hört, wird diese Lyrics im Kopf haben. Es ist auch leider ein Ohrwurm. Man muss ja auch sagen, es ist echt ein Ohrwurm, es ist catchy, ne? Ja. Also dieser, was ist Gigi Agostino oder irgendwie, Neo D'Angelo oder sowas? Weiß ich nicht. Ich weiß gerade nicht. Auf dieser Melodie singen halt gerne mal so rechtsradikale Jugendliche, so Ausländer raus. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Das Ding ist, die Leute sagen, das ist, weil es catchy ist und weil es simpel ist und das ist alles richtig. Aber ich glaube, dazu kommt einfach, dass man diesen Spruch halt auch seit 30 Jahren so kennt, weißt du? Und dass jetzt halt also der Geniestreich gefunden wurde. Und ich glaube auch nach wie vor, dass das am Anfang, also das jetzt nicht irgendwie von, also kann natürlich auch sein, aber dass es von den harten, rechtsradikalen Nazis, sondern eher so die Dorfassis, so witzig. Ich glaube jetzt nicht, dass das so bewusst quasi ins Leben gesetzt wurde, sondern dass sich das schon irgendwie organisch ergeben hat. Naja, beim letzten Mal waren es auch so AfD-Leute, dachte ich, so von der JA, dachte ich, die das gemacht haben, so einem Club,
wo es aufgeflogen ist, wo wir das erst gesungen haben. Und jetzt waren irgendwelche random Jugendlichen, wo aber auch eine junge Frau war wohl von einer Influencerin, eine Marketing-Expertin. Ja. Ich weiß gerade nicht, von wem das war. Jedenfalls haben die sich gefilmt auf einer Party, haben diesen Song angestimmt. Auf Sylt, das ist ja noch wichtig. Genau, was auch wichtig ist. Und Milena Kahl war das. Milena Kahl. Und einer von den Leuten ist noch zu sehen, wie er irgendwie seinen Finger zu einem Hitlerbart macht oder einen Hitlergruß macht. Ja, einen Hitlergruß macht er nicht, das möchte ich jetzt hier nicht stehen lassen. Doch, das sah schon so aus. Er winkt halt so. Ne? Also ja, das ist kein Hitlergruß. Na komm, also... Also da will ich bei den Fakten bleiben, ja, auch wenn ich das natürlich... Das sah schon so aus. Natürlich sah das so aus, er hat den Arm hoch, aber er winkt so. Also juristisch betrachtet war das kein Hitlergruß. Aber guck mal, in dem Kontext, guck mal hier, wie der Arm hochhebt. Ja, das ist erstens ein Screenshot und nicht das Bewegtbild. Und zweitens, ja, aber er hat den Arm halt auch fast 90 Grad nach oben und nicht schräg nach vorne. Aber das ist trotzdem... Wenn du einen Hitlerbart machst du die Hand so nach oben. Ja, ist auch klar, dass das bedeuten soll. So, aber ja, ja. Ich glaube nicht, dass der dafür belangt wird, dass er einen Hitlergruß gemacht hat, weil er das nicht gemacht hat. Es kann sein, weil ja in der Juristerei geht es ja auch oftmals um den Satz, es kommt drauf an und der Kontext ist wichtig. Und während sie halt auf einer Party sind und diese Zeilen singen, die ja schon rechtsextrem sind, da macht ein Hitlerbart und hebt den Arm nach oben, da kann der Richter vielleicht, oder die Richterin schon vielleicht sagen, in dem ganzen Kontext grenzt das schon sehr stark an der Volksverhetzung. Weiß ich nicht. Es wurden Strafanzeige gestellt von dem Club auch. Ja, das müssen die ja auch machen. Und ja. Ich kann mir vorstellen, also dieser Song ist natürlich bekannt, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass dieser Club oder der DJ da diesen Song nicht zufällig gespielt hat, weil das halt gerade auch so ein Meme ist. Weiß ich nicht. Ist es natürlich, das ist jetzt wieder Spekulation. Ich habe ja bei dem Hitlergruß jetzt auch extra gesagt, juristisch, weil, also ich finde, ein großes Problem ist, wenn man das so... Wenn man die Fakten verwässert durch... Guck doch mal hier, weißt du? Es ist doch nicht kein Verwässern. Wir gucken das Video an und dann kann ich doch nicht sagen, auch zufällig läuft gerade der Song, zufällig singen die gerade Buchstaben aneinander, die zufällig ergeben. Nein, ist ja alles richtig. Die wissen, was sie getan haben. Ja, ich will auf was Bestimmtes hinaus. Es ist okay, ich schmeiß mich wieder selbst ins Feuer. Mach das. Nur um einen Punkt zu machen. Und zwar, ich damals als Punker mit Nazis raus und durchgestrichene Hakenkreuze, alles auf meiner Federmappe, auf meinen Rucksack und so, ich hätte garantiert früher auch mal diesen Song so gesungen. Bin ich mir relativ sicher. Aber bevor ich jetzt direkt wieder ins Fegefeuer komme, das habe ich auch schon an mancher Stelle gesagt, es war damals gefühlt einfach eine Zeit der Unschuld, wo es keine mögliche nationalsozialistische Volkspartei am Horizont gab. Mhm. Und da war das alles irgendwie so nicht greifbar, weißt du? Und es gab einfach... Nazis waren halt einfach so eine Randgruppe und du hattest nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie... großflächig Ausländer Angst haben müssen in Deutschland. Mhm. Es gab natürlich diese Übergriffe und es waren auch teilweise sehr extreme Übergriffe und deswegen war ich ja auch da vehement dagegen. Mhm. Aber trotzdem... Du denkst radikaler. Ich kenne auch jemand anderen, der hat halt aktiv Nazis zusammengeschlagen und trotzdem ironisch Lanzer gehört. Und da war ich 14, Robin. Ja, ich sage nur also, dass das dass, sowas Komplexes wie eine Person aus einem so einem Video heraus nicht zu erfassen ist und dass ich die Möglichkeit trotzdem sehe, dass Leute da, weil sie dumm und besoffen sind, halt dumme Scheiße singen. Da sagt man natürlich, ja, aber was du nüchtern nicht glaubst, das singst du auch besoffen nicht, weiß ich nicht. Es ist in dem heutigen Klima auf jeden Fall sehr viel tragischer, als das in meiner Wahrnehmung vor 15 oder 20 Jahren gewesen wäre. Mhm. Weil eben gerade das so ein brisantes Thema ist und ganz Europa gefühlt vor dem Faschismus steht, jedes Land ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber ja, ich... Du hast doch gut erklärt gerade. Also du warst doch dann irgendwie 14, 15, als du das eventuell gesungen hättest, ne, wo du sagst, du kannst verstehen, dass aus der jugendlichen Leichtigkeit heraus und in einem Kontext vor, wir haben gerade keine Faschos irgendwie die Macht ergreifen könnten. Das ist ja der eine Punkt, ne, wo ich auch sage, komm, jugendliche Dummheit und so und andere Zeiten. Aber hier sind ja erwachsene Leute auf einer Party, wo eine AfD gerade am Aufstieg der Macht ist, die diese Songs singen, die schon mal kritisch in den Nachrichten waren, die ja auch verfassungsfeindlich sind, solche Aussagen, die dann doch den Hitlergruß
zumindest suggerieren, ja. das ist nicht in Ordnung, es muss bestraft werden und ich hoffe, dass da auch Konsequenzen passieren. Ja, da, und soweit ich weiß, hat ja diese Milena Dingsbums ja auch... Die hat jetzt ihren Mitarbeiter oder ihre Mitarbeiterin gecancelt. Genau, also gekündigt. Ein anderer hatte wohl auch seinen Job verloren, weil der bei irgendeiner Marketingagentur gearbeitet hat oder so. Ist ja auch dumm. Ich will jetzt auch nicht wieder zu defensive wirken, aber wir hatten das ja schon ein paar Mal, dass ich hier einen interessanten Konterpunkt gegen dich auch darstellen möchte. Nee, man darf auch mal bei Punkten wie Rechtsradikalismus auch mal zusammen sagen, fickt euch, das war dumm. Ja, nein, pass auf. Braucht man keine Einzelmeinung. Pass auf, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ja. Wir haben ja kurz gesagt, dass das auf Sylt ist, ja. Nichts steht mir ferner als dieses Gesocks, was da irgendwie 150 Euro Eintritt für diese Drecksbar bezahlt hat. Sind mir sowas von fern, ja. Mhm. Ich wollte nur mal in den Raum werfen. Ich glaube halt, dass das auch ein Teil ist, dass die gesellschaftliche Spaltung so krass ist. Dass die Leute halt schon den Eindruck haben, das ist jetzt an dem Beispiel vielleicht nicht ganz perfekt, weil es ist offensichtlich, dass es nicht in Ordnung ist, dass es passiert ist. So, aber dass die Leute den Eindruck haben, ja, da machen wir jetzt hier mal einen Spaß, und das sind mal gleich die rechtsradikalen Ausländerschläger oder so. Das ist natürlich auch ein bisschen dumm, ja. Aber ich glaube, wir müssen halt auch die Dummen abholen, wenn wir nicht in den Faschismus abrutschen wollen. Ja, abholen, das ist eine, aber das war ja eine Tat, die eventuell eine Straftat sogar war, was gerade ermittelt wird. Und das kann man nicht sagen, wir müssen die dumm abholen und das jetzt einfach mal so verzeihen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Mein Gott. Das hat alles eher so angespielt auf meine Notion von, der hat nicht wirklich einen Hitlergruß gemacht. Dass wir einfach da ein bisschen... Ja, aber suggeriert. Das ist also von der Kamera noch. Und wie dumm das auch zu posten auch noch, ja. Ja, natürlich. Also es ist alles rotzenholt. Das sind die ganzen Jeremy Pascals, die so, oh, mein Vater hat viel Geld und mir kann nichts passieren. Dieses Trump-Mindset. Ja, dieses ganze Leben keine Sorgen hatten, weil alles, ja, da die Eltern holen mich schon raus, wenn irgendwas ist. Widerlich, ja. Das will ich hier nur mal betonen nochmal, dass ich mit diesen Leuten gar nichts zu tun haben will. So, mental, das können trotzdem nette Menschen sein, ja. Der nächste Schritt ist dann passiert von René Dierkers, Mitglied des Landtages in Bayern. Rate mal, von welcher Fraktion er ist. Er hat Folgendes geschrieben: Ich biete den offenbar gut ausgebildeten Herrschaften vom Sylt-Video an, sich bei mir im Landtagsbüro zu bewerben. Voraussetzung: stabil bleiben. Welche Fraktion kann das wohl geschrieben haben? Die AfD. Die AfD, überraschenderweise. Ich war auch völlig schon. Ich war aus den Socken, ja. Ich war aus den Socken. Ich wollte es nicht glauben. Aber ein AfD-Landtagsabgeordneter lädt diese Menschen aus diesem Sylt-Video ein, für ihn zu arbeiten, die einen Hitlergruß suggerieren und die ausländerfeindliche Parolen von sich geben. Ich bin überrascht. Ich will jetzt auch noch mal ganz sagen, wenn ich ja schon hier das... Also wie oft ich mir einen Hitlerbart angemalt habe aus Schokolade oder... Ja, meine Güte. Ne? Oder aus Kot und Klose abgeleckt. Das verstehe ich, Robin. Das machen wir alle mal, wenn wir 12 sind. Also ich glaube, deswegen habe ich einfach da nur so ein bisschen Empathie. Weil... Also ich, sagen wir es mal so, ich halte es für 90%, dass der schon Ausländer nicht so gut findet, der Typ. Aber ich sehe halt auch so 10% Möglichkeit, dass der halt wirklich einfach nur in dem Moment für sich eine hahaha witzige Parodie, das ist gerade ein Tabu, kein Tabu, aber das ist gerade ein Reizthema und damit kann man provozieren und haha, das ist witzig. Aber reicht nicht diese 90% schon, eine Einstellung zu haben? Macht beide Mindsets machen das Video nicht unbedingt besser, ja. Möchte ich auch nochmal sagen. Aber nur, also, ich weiß nicht, sich einen Hitlerbart anmalen, das hat doch jeder schon mal gemacht. Ja, bestimmt, da kommt immer auf den Kontext an, ne? Und ich habe es auch schon mal gemacht, es gab auch schon mal Videos von mir auf YouTube, wo ich halt eine Hitler-Imitation gemacht habe, so, aber künstlerisch, das ist ja was anderes, als hier irgendwie solche Parolen zu rufen, absolut, die nicht in satirischen Kontext zu setzen, weil es wirkt nicht wie eine hohe Satire. Nee, das wirkt halt wie, lass mal auf der Party richtig raus, was wir denken. Ich will jetzt den auch gar nicht zu sehr verteidigen, solange der Typ sich nicht irgendwie meldet und vielleicht Buße tut und sagt, ey, ich war besoffen, das war dumm und Ausländer sind super, das wäre ja zumindest was, ja. Irgendwie was in diese Richtung. Ja, solange das nicht passiert, bräuchte ich auch nicht weiter verteidigen.
Um noch ganz kurz dann diesen AfD und Rechtszeug abzuhaken. Besoffen sein entschuldigt auch nicht alles, bevor jetzt feurige Kommentare wieder verfasst werden. Ne? Und ganz kurz noch das AfD-Thema beenden für heute Nacht. Die AfD kannst du mir jetzt mal ganz kurz beenden. Ja, die arbeiten gerade selbst daran tatsächlich. Okay. Und zwar gab es jetzt ein Interview von Maximilian Krah, der Skandalnudel und Platz 1 auf der EU-Wahlliste der AfD. Ach, der Mörder? Nee, nicht der Mörder, der war ja jetzt schon, der war wegen Bestechungsgeldern im Verdacht und hatte einen China-Spion in seiner Fraktion, in seinem Büro und so weiter. Und der soll wohl jetzt in einem italienischen Magazin in einem Interview gesagt haben, dass nicht alle Angehörigen der SS-Uniform Verbrecher gewesen sind. Mhm. Was wieder so eine Grenzaussage ist, ne? Man versteht, was er meint. Naja. Aber man glaubt trotzdem, man weiß trotzdem, was er damit ausdrücken will. Ja. Und das war jetzt der rechten ID-Fraktion der EU zu viel. Also die ID-Fraktion, das sind die so rechtskonservativen Nationalisten in der EU quasi, die mit der AfD eine Fraktion gegründet haben, wo unter anderem Le Pen drin ist, also ihre Front National, die heißen jetzt irgendwie anders. Und die haben jetzt quasi die Bruderschaft gekündigt, die Zusammenarbeit gekündigt mit der AfD. Und jetzt ist die AfD erstmal fraktionslos im EU-Parlament. Mhm. Und das ist ein riesen Paukenschlag, weil damit die AfD weniger Gelder kriegt, weniger Redezeit kriegt und viel weniger Privilegien im Parlament hat. Und das geht jetzt richtig schief. Ja, da, siehst du, da gehe ich auch direkt in die Gegenhaltung und sage, also SS ist ja auch nochmal was anderes, wenn man sagen würde, nicht alle, die in der Wehrmacht waren, waren Verbrecher, ist es für mich was anderes als SS, weil das ist ja dann doch nochmal eine Stufe knackiger, sage ich mal. Ja, genau. Und da würde ich sagen, ist es schwierig. Und er fiel ja eh schon auf durch seine TikTok-Videos, wo er sagte, ein echter Mann wählt rechts, ein echter Mann geht arbeiten und verhält sich männlich und deine Großeltern waren kein Verbrecher, du kannst stolz auf sie sein, auf deine Vorfahren, sie haben das Land aufgebaut und wollte halt auch diese Erinnerungskultur in Frage stellen, ne, wie Höcke es auch schon gemacht hat. Also in diesem ganzen Kontext merkt man schon, die AfD hat auf jeden Fall keinen Bock mehr auf die NS-Vergangenheit irgendwie das aufrechtzuerhalten, weil sie ganz genau wissen, ihre größte Schwäche ist, dass man halt die Menschen erinnern kann, dass die AfD rechtsextrem ist oder rechtsradikal ist und dass die NSDAP auch schon war. Ganz schwierig. Dass sie wieder die Grenzen des Sagbaren verschieben wollen. Jetzt haben sie ihr Knöllchen bekommen von ihrer EU-Fraktion und man glaubt, dass das jetzt so ein bisschen der Anfang vom Ende der AfD sein kann. Abwarten. Ich bin noch nicht so optimistisch, aber Fakt ist, die Zahlen gehen rapide nach unten von Wahlumfragen. Sie verlieren sämtliche Mitarbeitenden in den Parlamenten. Also es läuft gerade echt nicht gut für die Partei. Aber die AfD ist wie Unkraut, glaube ich. Die werden so schnell nicht vergehen. Die werden wieder irgendwie einen Aufschwung kriegen durch die nächste Krise. Abwarten. Das war der AfD-Block von mir. Die Grenze des Sagbaren, das ist übrigens das Overton Window. Das wird in der Regel aber vielleicht eher in die andere Richtung, also wenn es sich verengt, verwendet. Und zwar, wenn das N-Wort vor 30 Jahren noch ganz gang und gäbe war im deutschen Sprech und das heute nicht mehr, hat sich dieses Window halt etwas verengt. Ja? Mhm. Und wenn du sagst, die wollen das quasi erweitern, was in Ordnung ist zu sagen, dann weiß ich nicht, ob man das da auch so bezeichnet, aber es ist eine interessante Sache. Also, ja, doch, sie schieben das ja auch nur in eine Richtung. Ne? Sie wollen ja, also Sachen, die jetzt, also die NPD vor 20 Jahren auf Plakaten hatte und dass sie als Nazis von allen beschimpft worden sind, da sagt Höcke jetzt ganz normal im Thüringer Landtag zum Beispiel. Ne? Also sie verschieben das Sagbare nach sehr rechts außen, an die rechteste Wand, weil sie halt den Diskurs verschieben wollen. Und es ist inzwischen sogar so, dass auch Grüne und so nicht mehr so aktiv um Vielfalt werben, wie sie es früher noch gemacht haben. Also die AfD schafft es schon, dass man gewisse Dinge nicht mehr so diskutiert, wie es früher war, sondern dass sie es schaffen, dass die Mitte der Gesellschaft auch immer rassistischer denkt und rechter denkt und es normaler geworden ist, rechtsradikale Parolen auszusprechen und rechtes Gedankengut zu haben. Und das ist nicht gut. Das finde ich etwas anderes, als auf Minderheiten aufmerksam zu machen und bestimmte Begriffe aus dem Sprachgebrauch irgendwie rauszunehmen. Das finde ich etwas anderes. Hm. Weil es hat einfach eine andere Funktion. Weißt du? Ja, das war ja auch nur ein Beispiel. Ne? Also auch, es muss nicht an Worte gebunden sein, sondern auch habe ich jetzt nicht das passende Beispiel, aber was... Keine Ahnung, Frauen sollten am Herd stehen oder so. Mhm. War ja auch früher mal akzeptabel zu sagen, ja, gesellschaftlich. Genau. Heute eher nicht. Und deswegen hat sich da das Overton Window etwas geschlossen. Was ich
prinzipiell erstmal nicht so gut finde, wenn das Spektrum sich verkleinert. Aber das ist halt einfach so, wenn man quasi Fortschritte macht auf, also das ist ja auch okay, das ist ja wie Sklaven sind nicht mehr so cool anzusehen jetzt. Naja, ich glaube halt, dass der... Da fallen keine sehr wichtigen Sachen weg, sag ich mal. Und andererseits, ja, was, um es jetzt wieder positiv zu drehen, ich sehe schon, heute versuche ich wieder die Kontroversen rauszuholen, je mehr sich das quasi schließt, dieses Fenster, ja, desto mehr öffnet sich ja auf der anderen Seite der Bereich für kontroverse Comedy und das gefällt mir auch wieder. Weißt naja, du? Weil ja, pass auf, Frauen am Meer zu sagen, ja, das war ja kein Witz vor 50 Jahren. Und heute kann man es wieder zu einem Witz machen. Ja, sicher, sicher. Aber ich glaube aber, dass der Widerspruch ja größer wurde. Ne? Ich finde immer dieses, also was du jetzt nicht machst, ne? Aber viele jammern ja rum, dass das Sagbare irgendwie immer weniger wird und man darf ja nichts mehr sagen in diesem Land. Aber was passiert ist in Wirklichkeit, ist ja, dass der Widerspruch größer wird. Und dass die meisten Menschen sich einig sind, Frauen gehören nicht an den Herd, sondern Frauen sind, glaube ich, jeder andere Mensch auch. Sowas zu sagen, ist einfach nicht mehr okay. Das, also, man darf es immer noch sagen, das sieht man ja auch, passiert ja auch ständig, aber einfach der Widerspruch wird größer. Und die AfD will halt, dass der Widerspruch aufgelöst wird und dass immer mehr Menschen Thesen zustimmen, wie die weißen Mächte oder weiße Hautfarbe ist überlegen und so und Kulturen sind so unterschiedlich, um sie zu mischen. Das wollen die ja halt wieder sagbar machen, damit der Konsens verschwindet, das nicht mehr zu sagen. Das Hauptproblem dabei ist einfach, dass keine Zeit der Menschheitsgeschichte sich alles so schnell verändert hat wie jetzt und viele Leute kommen da nicht ganz mit. Weißt du, wenn dieser Fortschritt über Jahrhunderte passieren würde oder wenn über Jahrhunderte irgendwie gegenderte Sprache anfangen würde, sich rein zu etablieren, wäre das was anderes, als wenn das in wenigen Jahren passiert, wie das zurzeit halt so tut. Das ist so eine Sache, die kann ich prinzipiell nachvollziehen, aber es ist ein Argument, wo ich meinen großen Mittelfinger raushole. Ich habe das erklärt gerade. Genau, ich will es auch noch gerade erklären, weil ich höre das ja auch recht häufig, dass Menschen überfordert sind, damit das andere Leute ihre gleichen Rechte fordern, wo ich mal sage, ey, also ich bin ja auch zum Teil eine betroffene Person von Queerfeindlichkeit irgendwie gewesen und ich kenne das ja, wie das ist, wenn man irgendwie auch gleichgeschlechtliche Beziehungen eingeht und wenn Leute gegen die Ehe für alle sind, mit der Begründung, es geht mir alles zu schnell, muss ich sagen, fick dich, ich habe einfach keinen Bock mehr, diskriminiert zu werden. Das ist ja eben der Punkt, die begründen das nicht so, die wissen das gar nicht, dass das so ist. Ja. Das ist einfach ein unterbewusstes Ding, dass sich der Mensch da halt einfach, Mensch ist halt Gewohnheitstier. Aber ich bin dafür, ganz schnell Sachen zu ändern, die Menschen helfen. Also sollen diejenigen, die rumjammern, es geht ihnen so schnell, einfach sich anpassen und sie müssen ja auch nicht immer vorderster Stelle stehen und alles gut finden. Das können sie einfach mal zurücknehmen und das beobachten. Vor allem, wenn es ihr Leben nicht beeinflusst. Weil wenn Schwule heiraten oder wenn Personen ihr Geschlecht ändern, das betrifft sie ja überhaupt nicht. Einfach Fresse halten und beobachten, was passiert. Also Tino, du beschwerst dich halt auch, dass der Songtext von Du Jour au Bonjour oder wie dieser Song heißt, sich so schnell ändert. Das fällt dir ja auch nicht, oder? Das fällt mir auch sehr schwer, das stimmt. So, lass doch mal zu was anderem kommen jetzt hier. Nicht schon wieder AfD hier so in Mittelpunkt rücken und dann hoch. Wie konnten die denn gewählt werden? Guck nicht auf mein Handy, weil jetzt kommt eins von diesen berühmten Rätseln. Ja. Ach so. Mario 64 ist hoffentlich ein Videospiel, was du kennst. Ja, ich habe das geliebt. Ja, 28 Jahre gibt's das. Und es ist das erste Mal eine Challenge geschafft worden, dieses Spiel durchzuspielen auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Und es hat nur sage und schreibe 86 Stunden gedauert, das zu machen. Mhm. Und was könnte diese Challenge sein? Ich habe das Spiel ja echt viel gespielt. Ich hatte auch alle Sterne, ich hatte alle Münzen. Auf welche Weise? Mhm. Also ich kenne ja so Speedruns, Muss man dazu sagen, das ist kein Speedrun, weil es ja der Erste, der es geschafft hat, so. Und da geht es nicht um Zeit. Auf welche Weise, ohne einmal zu sterben? Kann ich auch nicht vorstellen, das ist Quatsch. Mario durchgespielt. Und es waren 86 Stunden, 86. Dieser Run quasi. Ja. Ohne. Oh Gott, so lange? Mhm. Mit seinen Füßen? Ich weiß es nicht. Was kann denn so lange dauern daran? Jeden Gegner töten, alle Münzen haben, alle Sterne haben, also echt so 100% alles gemacht haben? Nee, das gab's schon. Ich wette, das kann man auch schon in einer Stunde schaffen oder so. Nein, ganz anders. Mario ist ja ein Jump and Run. Ja? Ohne zu springen. Ohne zu springen.
Ah, was? Wie soll das gehen? Tja, indem du irgendwelche Bugs ausnutzt und zum Beispiel ist halt das nach hinten Laufen irgendwie nicht begrenzt, so, dass also das, der also, Geschwindigkeit. Genau, und du kannst dann halt immer schneller werden und dann spackst du so durch die Welt und fällst dann aus Versehen in so ein Bild rein und stimmt, so. Ja. Und ganz, ganz absurd. Gab es vorher schon Tool-Assisted, also dass das quasi vorprogrammiert ist, was da passiert, aber jetzt quasi das erste Mal wirklich geschafft. Aber das ist das gefilmt, der Mensch? Ja, es gibt ein 5-Stunden-Video, wie es nur quasi die Historie von diesen Versuchen, die halt wirklich auch schon seit fast 30 Jahren existieren. Mhm. Was ist denn, wenn wir einfach die A-Taste nicht verwenden? Ja, also kann man sich anschauen. Habe ich nicht gemacht. Ich habe mal ein bisschen reingeschaut. Ist schon interessant. Ich mag solche Videos, aber. Es gibt ja auch so Stellen, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ja. Weil allein die Sterne einzusammeln, da musst du eigentlich springen. Ja, manche Sachen sind halt zum Beispiel, du fällst irgendwie von einer Klippe runter, prallst da von der Wand ab und springst plötzlich in eine andere Richtung, ohne A gedrückt zu haben. Doch, da gebe ich meinen Ranacher Daumen auf Approval raus. Sehr gut. Das ist gut. Das finde ich auch sehr schön. Habe jetzt gesehen in dem Video, dass sie nach 30 Jahren, wie lange das Spiel alt ist, haben sie auch tatsächlich den Code von Luigi im Spiel gefunden, der aber nicht verwendet wird. Das heißt, Luigi war geplant offenbar für das Spiel und es gab ja auch tausende Mythen, was du machen musst, um Luigi freizuschalten, dass du wie 80 Mal um diesen einen Steinstern im Garten rumlaufen musst, dass du Bowser 86 Mal besiegen musst oder so. Weil es gibt wohl so eine Tafel, die man aber nicht richtig lesen kann, wo Leute aber gelesen haben wollen, L is real oder so. Das ist, glaube ich, hinten auf dem Schloss, wo Yoshi ist, meine ich. Ja, so ein Garten. Nicht bei Yoshi, Yoshi ist nochmal woanders. Aber dann in der Nähe halt, ne? Oh. Aber ich glaube, ich wusste aber damals schon, dass es den nicht geben kann, sonst gäbe es halt tatsächlich schon ganz viele Berichte darüber. Ja. Und dann gab es ja die ersten so Mods, die Luigi reingemoddet haben. Und erst als es diese großen Nintendo-Leaks gab, letztes oder vor 2 Jahren, also haben rausgefunden, dass es wirklich einen Luigi im Spiel gab, den man aber nicht freischalten konnte, sondern einfach nicht reingebaut wurden. Oh. Assis, Luigi also das Spiel, King. Das Spiel war echt meine Kindheit. Zu Recht. P. Diddy war auch für manche Kinder die Kindheit. Der ist da auch ein bisschen schwierig unterwegs, aber vor allem ist er jetzt in der Kritik, weil ein Video veröffentlicht wurde von 2016. Ja, ich hab's gesehen, er hat irgendwie seine damalige Freundin irgendwie vermöbelt, ne? Ja, also nicht nur einmal vermöbelt, sondern quasi in einem Hotelflur, also in der Öffentlichkeit. Da geht er raus, im Handtuch nur bekleidet. Und wirklich so einen richtig miesen Sucker-Punch von hinten, scheppert sie um und schleift sie dann durch diesen Gang durch. Und dann denkst du dir, wenn das an einem Ort passiert, wo jederzeit jemand gucken könnte, was passiert dann so im stillen Kämmerlein? Und jetzt, da das rausgekommen ist, hat er ein Entschuldigungsvideo gemacht und hat sonst immer gesagt, das ist gelogen, das stimmt nicht, das ist alles Quatsch. Und jetzt, ja, es tut mir leid. Und ich habe mich auch in dem Moment, als ich das gemacht habe, so schlecht gefühlt. Oh. Und ja, so richtig, richtig klassisches. Gefühlt. Ist auch nur so ein kurzes Entschuldigungsvideo, weißt du? Ist nicht mal wie Annie the Duck, nicht mal irgendwie 1,5 Stunden Mühe gegeben. Einfach nur so, ja, ich gelobe Besserung, ich bin jetzt in Therapie-Didi. Aber nee. Oh. Ich weiß nur, dass es immer schon so Gerüchte um ihn gab, dass er wohl auch seine Freundin schlägt, wenn er immer gesagt hat, sowas ist nie passiert und so. Und ich finde es spannend, dass Leute echt erst so rausrücken, wenn sie es nicht mehr leugnen können, wie jetzt nach diesen Videos. Und irgendwas gab es auch mit Justin Bieber. Das habe ich jetzt in den letzten Wochen auf Facebook manchmal gesehen, so dass er wohl auch mit ihm komisch umgegangen sein soll. Mhm. Aber ich habe mich da nicht genug dafür interessiert, um zu gucken, was da passiert ist. Also, ja, aber Justin Bieber hat es ja wiederum verdient, Schläge zu kriegen. Kann sein, weiß ich nicht. Also der hat ja Baby verbrochen und dann ist das ja... Ich bin Fan. Auge um Auge. Ich bin Fan von Justin Bieber. Ich mag den, ich finde den cool. Der hat zwar auch schon Scheiße gebaut, aber ich finde die Musik echt nicht schlecht. Teilweise. Hm. Friends, Alter. Keine Ahnung. Was für ein geiler Song. Ich kenne Baby und Boyfriend oder sowas. Das war's. Boyfriend kenne ich jetzt nicht. War das nicht Boyfriend? Das zweite große danach, nach Baby. Ja, kann schon sein. Ich kenne auch nur von dem Baby und hier Friends. Mehr kenne ich auch nicht von dem. Hm. Ja, P. Diddy kriegt jetzt den Fail der Woche. Kriegt die Schnecke der Woche. Kriegt den Fail der Woche nicht vielleicht der Fluglotse oder der Helikopterflieger beim iranischen Präsidenten? Ja. Der im absoluten Nebel gestartet ist und dann hoch, tot. Naja, da gibt es ja Menschen, die das richtig feiern, ne, dass er tot ist. Da gibt es Menschen, die das richtig feiern. Der war jetzt auch nicht der netteste Mensch, ja. Da gab es dann auch direkt Menschen, die dann direkt wieder eine jüdische Verschwörung gesehen haben, dass da Israel irgendwie die Finger im Spiel hat, aber war wohl einfach nur sehr, sehr nebelig.
Die Tagesschau schreibt, mit Fahnen, Trommeln und Sprechchören versammelten sich einige Menschen vor der iranischen Botschaft, um den Tod von Staatschef Raisi zu feiern. Er stürzte am Sonntag mit einem Hubschrauber ab, also am Tag unseres Podcasts quasi. Hm. Der iranische Präsident, aber auch der Außenminister ist dabei gestorben, also das darf man auch nicht vergessen. Und klar kann man jetzt bejubeln, dass halt so ein fundamentalistischer Arsch, der jetzt gestorben ist, aber nach ihm wird auch kein coolerer Typ kommen, glaube ich. Na, was ist denn das für ein Weltbild, Tino? Dieses Machtvakuum wird jetzt bestimmt von einem sehr progressiven Gemensch gefüllt. Kann auch passieren, ich weiß es nicht. Also ich bezweifle das so ein bisschen. Du weißt, wie der Iran aussah noch in den 60er, 70er Jahren. Ja, aber wie sieht es jetzt aus? Ja, aber das vielleicht kommen sie da ja wieder hin und sagen, hier, ne? Ach, jetzt guck mal, da wünschst du dir wieder die Konservativen, gell? Die sagen, wieder so wie früher wollen wir es haben. Ja, ja. Ja, wenn früher progressiver war, ja. Schon, na gut. Schon. In Griechenland war auch progressiv damals zur Antike, weil da auch so... Ja, weil die ganzen Philosophen ihre 12-jährigen Fickkinder hatten. Nee, das nicht. Aber weil Sex mit Männern einfach normal war. Ja, nee, Pädophilie ist nicht progressiv. Buben, nicht Männer. Nee, wurde mir auch schon mal vorgeworfen, dass auch Pädophilie wäre dann der nächste Schritt nach der ganzen schwulen Geschichte, wo ich aber sagen muss, nee, progressiv heißt ja immer, dass das Konsens umgesetzt wird. Eine Konsens ist da ja immer wichtig. Kinder können keinen Konsens geben, wenn sie Sex haben. Genau wie Tiere. Tiere genauso wenig. Ja. Und Gegenstände müssen das nicht. Deswegen Gegenstände und Menschen, aber die erwachsen sind. In dem Fall bist du ja dann auch bei der nach wie vor kontroversen Meinung des Brüderchen und Schwesterchen miteinander. Wenn keine Kinder entstehen, ja, weiß ich nicht, was das Problem ist. Aber na klar, das ist immer ein Thema, was ich jetzt auch nicht jetzt so mit klaren Ja und Nein beantworten kann. Aber es gibt auch da Stimmen, die sagen, dass das so Verbindungen zwischen Geschwistern jetzt nicht per se verboten sein müssten, sollten. Gerade gleichgeschlechtlich nicht, ne? Ich habe dafür jetzt selber jetzt keine Gefühle, muss ich sagen. Ich habe ja auch Geschwister. Ich bin da jetzt irgendwie nicht so drin. Aber ich habe auch schon von Fällen gelesen, wo irgendwie der Vater und der Sohn miteinander irgendwie Sex hatten. Aber beide, also volljährig waren, Konsens. Gut, da geht es mir um Machtgefälle, das ist schwierig. Aber so zwei Brüder zum Beispiel, wenn die irgendwie ein sexuelles Verhältnis haben miteinander und die erwachsen sind, denke ich mir auch so, ja, mich stört jetzt nicht unbedingt, ne? Ja, die mich persönlich. Keine Kinder kriegen, immerhin. Eben, deswegen ist es ein großes Thema. Sehr großes Thema und wir sagen hier, rest in peace, Raisi. Ich finde, keiner sollte sterben, ne? Wir hätten dich... So trete ich an als Politiker. wir hätten dich lieber gesehen, wie du dich änderst, wie du mit dem Regenbogenturban irgendwie auftrittst oder sowas. Dass du jetzt tot bist, ist halt blöd gelaufen. Ja, blöd geflogen, besser gesagt. Das auch. Ja, was auch blöd fliegt, sind diese ganzen Jets, die irgendwelche Raketen abschießen. Da ist nämlich diese Woche ein Video sehr viral gegangen. Und zwar, was kostet Munition? Ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das war auf Reddit irgendwie Top-Post. Das war in Instagram, habe ich das mehrfach gesehen, obwohl ich mir eigentlich nur so Skate-Content angezeigt wird. Hm. Und du siehst dann ein Video, ich habe jetzt nur hier so ein Screenshot, aber du siehst ein Video, wie dann quasi irgend so eine fucking Gatling-Gun am Feuern ist und wie der Preis so nach oben getrieben wird. Hm. Und dann feuert so eine Rakete von einem Flugzeug ab und dann steht da so 11 Millionen und dann feuert eine andere Rakete von so einem krassen Frachter ab, so ein Riesenboot. Und da ist dann eine Rakete irgendwie 111 Millionen so. Das ist einfach insane. Kostet die so viel, so eine Rakete? Ja, das ist übelst hart. Es ist übelst hart. Deswegen sind ja Drohnen wahrscheinlich auch so ein Ding, weil die nicht so viel kosten. Ne? Also, ja, also eine Drohne abschießen, das ist eine Milchmädchenrechnung. Ja. Ja, weil die kostet nichts und schießt da irgendwie so ein 10-Millionen-Projekt drauf. Ist auch weniger effektiv, glaube ich. Aber stimmt, Krieg ist teuer und umweltschädlich, ne? Darf man nicht vergessen. Was da hochgeballert wird, das ist ja mehr als Silvester in Deutschland. Ja, Silvester war nämlich auch in Portugal, nur etwas anders. Hier, dieses Bild, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da ist ein Meteor heruntergekommen, beziehungsweise so verglüht am Himmel und hat für reichlich virale Videos gesorgt. Und eins davon habe ich gesehen, es war richtig geil. Wenn ich das wäre, würde ich mir auf jeden Fall ein Ei aus der Hose freuen. Da ist so ein Mädel, die quasi so krass in die Kamera guckt und einen Scheiß labert. Und in dem Moment so in perfektem diagonalen Winkel von der Ecke vom Video aus geht halt dieser
gleißend helle, hellblaue, azurblaue Strahlen so an ihr vorbei im Hintergrund. Und sie guckt so hoch, so wow! Da fällt mir direkt das Handy runter. Ach, sieht cool aus, dieser Feuerball im Blau. Und da freue ich mich doch. Das ist ein bisschen cooler, als was wir jetzt hier hatten. Ja, Polarlichter. Das ist Polarlichter. Lame eigentlich. Ja. Das knallt nicht. Bin ich auf Portugal jetzt ein bisschen neidisch. Wer nicht neidisch ist, das ist gerade Taiwan, denn über die flogen in den letzten Tagen mehr als 60 Kampfflugzeuge von China. Denn die provozieren gerade wieder so ein bisschen, ne? Die schicken da. Die kleinen Schlingel. Ja, die schicken da jetzt irgendwelche Drohnen und irgendwelche Flugzeuge da in die Flugzone von Taiwan und rasseln mit ihren Säbeln. Das ist nicht so schön gerade. Naja, würden sie mit ihren Segeln rasseln, dann wären die Flugzeuge weniger schlimm. Und die Militärübung fand 3 Tage nach der Amtseinführung von Taiwans neuem Präsidenten La Xingte statt. Der Demokratischen Fortschrittspartei DPP. Wo steht denn der Name? La Xingte? Was hast du gesagt? La Xingte. Keine Ahnung. Irgendwie so war das, genau. Ja, ich habe ja gelernt, dass alleine die Silbe Chen 7 verschiedene Arten hat, sie auszusprechen. Chen. So wurde mir das vorgetragen und ich habe... Das klang jetzt wieder rassistisch wahrscheinlich, aber so wurde mir das auch vorgetragen. Ja? Von einer rassistischen Person? Nein, von einer Person aus Taiwan und die hatte halt im Namen Chen drin und ich habe versucht, den auszusprechen und sie hat mir dann gesagt, guck mal hier, das sind die verschiedenen Betonungen und es hat sich für mich alles identisch angehört und das ist echt wild. Das ist halt krass, eine krasse Sprache. Ja. Will ich nicht lernen müssen. Wer jetzt den Tod lernen musste, jetzt kommen wir nämlich zum Podcast-Nekrolog, ist die Hündin Kabosu. Mhm. Alle werden jetzt sagen, what the fuck, wer ist Kabosu? Das ist dieser japanische Hund, der ein Online-Meme geworden ist. Doge von der Kryptowährung. Eieiei, der sieht aber auf diesem Bild schon echt ein bisschen zerfranst aus, muss ich sagen. Mhm. War auch schon relativ alt, ist gestorben und die Internetwelt trauert und Kabosu findet seinen oder ihren Weg in den Podcast-Nekrolog vom Brennpunkt Internet. Ja. Jetzt geht der Dogecoin bestimmt richtig durch die Decke. Hoffentlich, also kann passieren. Also jetzt investieren vielleicht, ne? Gibt's denn überhaupt noch? Jetzt investieren in Rockstar, weil die sind am Boden. Echt? Ich weiß gar nicht, ob wir das thematisiert hatten. Nee. Weil, der geht hoch, der Dogecoin. Siehste. Guck mal bei Rockstar, beziehungsweise ist es wahrscheinlich nicht Rockstar, was die Mutterfirma drüber. Weiß ich nicht. Rockstar Games. News? Nee, mach mal Kurs, aber ich wette, da ist noch was über, da ist noch was drüber. Take-Two, genau, mein Gott, Alter. Take-Two, weil die nämlich gesagt haben, dass GTA erst im Herbst kommt, weil alle hatten ja die Hoffnung, oh, 2025, das heißt, es kommt bestimmt direkt am 1. Januar. Ja, und jetzt kam natürlich raus, nee, sorry, das kommt erst frühstens im Herbst. Und oder fühlen sich diese Special Snowflakes in der Börse so getriggert, dass die ganzen Stakeholders sind dann so, und dann geht der Kurs runter. Ich stelle mir echt immer so Grillmeister vor, mit so Schürzen, die halt in so einer Zange so ein Steak halten, so halt die Stakeholder. Ja. An der Börse. Und deswegen alle ganz viel reinbuttern oder so. Reingebuttert hat auch Eminem in seine damalige Freundin und die Tochter kam dabei raus. Ja, ist richtig. und diese Tochter hat jetzt geheiratet. Ja? Man kennt sie ja aus diversen Liedern. Hailey got married. Und ich habe es jetzt hier, das war der Top-Post die Woche auf Reddit. Und ich habe dieses Foto nur in ganz klein, aber Eminem hat ja quasi so dieses Image, dass er nie lacht. Mhm. Und man sieht auch auf diesem Foto quasi ihn, seine Tochter und den Husbando, wie sie da so stehen. Und er sieht halt aus, als hat er gar keinen Bock da zu sein. Ja. Sie sieht aber immer so aus, Eminem, oder? Ja, das ist ja, der gibt da richtig Mühe, sich quasi niemals zu lächeln auf Fotos. Werden wir eigentlich ausgelacht dafür von so englischsprachigen Leuten, dass wir deutschen Eminem sagen und nicht Eminem? Eminem. Das ist eigentlich Eminem. Ja. Und nicht Eminem. Das ist eigentlich so eine deutsche Aussprache, oder? Also, come on, das ist deutsche Kultur. Ach so. Ja. Ich sag auch, seit ich Kind bin, Item. Ja. Und nicht ja, Item. Wegen. Stimmt. Ich glaube, das erste Spiel damals war Super Mario Party. Hm. Ja, da waren Items ganz wichtig. Ja, bei mir auch als Kind. Das ist deutsche Leitkultur.
Wir hatten auch damals im Dorf so eine Familie, die haben auch immer alles auf Deutsch ausgesprochen. Da gab es so eine Band, die hieß B3. Da haben sie immer B3 gesagt. Mhm. Oder Natural war Natural. Oder U2 ist da auch so eine Band. Das weiß ich gar nicht, ob die das auch so gemacht haben. Nee, aber also, kann sein. Ich glaube, bei denen, das wäre dann eine Sünde, aber finde ich jetzt auch nicht so geil. Die kann man ruhig mal falsch aussprechen. Ja, Eminems Tochter hat geheiratet, Glückwunsch. Hat nicht irgendwie irgendein Kind von Eminem sich auch irgendwie geoutet als nicht-binär oder so? Hat ja so viele Kinder. Während Tino hier ganz wichtige Tiefenrecherche macht, ja, sage ich noch, was der zweite Top-Post auf Reddit war, weil ich mal drüber gestolpert bin und das hat mir natürlich direkt wieder aus der Seele gesprochen. Und zwar ein Foto von einem Restaurant, das so ein Tipping-Gerät, wo man quasi seine Kreditkarte, glaube ich, auch reinsteckt oder so. Ich kenne mich nicht aus. Ich kenne mich nicht aus mit Geld ausgeben und mit Restaurantszene. Ja, das ist für mich rausgeworfene Kohle. Und die haben quasi die No-Tip-Option mit einem Sticker überklebt. Das ist nicht gesagt, zulässig bestimmt. Das ist also tatsächlich in Amerika, gilt das dann legalerweise nicht als Tipping, weil Tipping muss 100% freiwillig sein. Und ist es in dem Fall ja nicht. Und das ist auch wieder so ein schönes Zeichen von Late-Stage-Capitalism, was alles zerfrisst. Ja? Wir wollen den letzten Cent noch aus unseren Kunden rauspressen und wenn wir sie dazu zwingen müssen, uns Trinkgeld zu geben. Ekelhaft. Also ich muss sagen, ich war auch mal lange Zeit sehr dumm. Also ich habe auch als ich ausgezogen bin, zwischen 19 und so 23, habe ich öfter mal Pizza bestellt bei Domino's oder anderen Anbietern und habe auch nicht gewusst, dass man den Kurieren auch Trinkgeld geben sollte. Habe ich nie gemacht, leider, weil ich einfach nicht dazu, weiß nicht, ich wurde dazu nicht erzogen, weiß nicht. Meine Eltern waren schon großzügig bei so Restaurants und so, wenn sie irgendwie gezahlt haben. Aber irgendwie war bei mir nicht drin, dass man den Kurieren oder den PizzabotInnen, dass man den Geld gibt. Man macht das nicht. Wer ist denn Mann und wer legt das fest, Herr Rodes? Also ich mache das jetzt immer. Also ich gebe immer mindestens 2 Euro, wenn ich... Und damit unterstützt du weiter das System, dass die nicht ordentlich bezahlt werden. Nee, das ist aber nicht meine Schuld, weißt du? Sondern die Verantwortung liegt ja bei Domino's oder bei den Pizza-Anbietern. Wenn von heute auf morgen alle aufhören würden, Trinkgeld zu geben. Ich mache mich heute richtig unbeliebt, wette ich. Ich weiß, dass so Leute wie, weiß ich nicht, will ich jetzt gar keine Names droppen, ja, dass sie das schon kontrovers finden, wenn ich sage, ich finde das nicht gut, Trinkgeld zu geben. Aber wenn das von heute, ich komme aus der japanischen Kultur, ja, da sind die beleidigt. Ich komme aus Japan. Da sind die beleidigt, wenn man das macht, ja. Weil dann bedeutet das quasi, was ist das hier irgendwie, was soll das? Egal. Was ich sagen will, wenn von heute auf morgen keiner mehr Trinkgeld gibt und dann plötzlich, ja, das ist hart, ja, aber dann werden vielleicht Leute entlassen und dann brechen diese, damit kann ich leben, dass der Pizzalieferant plötzlich eine ausgestorbene Sache ist, ja, dass es da plötzlich einfach nicht mehr gibt und der Pizzaladen pleite geht, aber dann kommt ihr endlich mal ins Umdenken, ja, nee, und bezahlt die Leute ordentlich. Glaube ich nicht, das ist ein bisschen die Logik, also... Bezahlst du deinen Feuerwehrmann mit Trinkgeld? Nee, die werden dir vom Staat bezahlt. Na? Aber ordentlich. Ich bezeichne jetzt mal ganz bewusst sehr hart, das ist so ein bisschen... Erinnert mich an die Logik von wegen AfD wählen, um Denkzettel zu verpassen an die Politik, mit denen ich mal nachdenken. Ich finde es nicht gut, dass die AfD macht, aber ich mache das mit dem mal nachdenken da oben. Ich finde, man kann die Verantwortung nicht auf den Verbraucher legen oder auch nicht auf die armen Pizzaboten, sondern die sind froh über Trinkgeld. Hast du nicht auch selber irgendwie in deinem Freundeskreis Menschen, die in der Gastro arbeiten? Ja, aber warum Gastro? Warum gibst du kein Trinkgeld an die Altenpflege raus? Obwohl die ein viel... Entschuldigung, härteren Job machen, der, Entschuldigung, vielleicht auch wichtiger ist. Das passiert, also als ich Praktikum gemacht habe... Ja, du machst es, aber als ich Praktikum gemacht habe im Pflegeheim, wollten die Omas mir manchmal was zustecken. Mhm. Da haben die den Pflegekräften öfter mal so was zustecken wollen, so eine Tafel Schokolade oder mal 2 Euro oder so. Mhm. Das gibt's aber es ist nicht so gesellschaftlich normal, wie das in der Gastro zu machen. Das ist richtig. Und was kann, der Typ macht seinen Job, okay, der bringt mir sein Essen an den Teller. Wenn der jetzt natürlich irgendwie vor mir jongliert, ne? Wir haben ja zufällig so ein gutes Video gerade am passieren. Wenn der zufällig vor mir jongliert oder irgendwas extraordinary krasses macht, dann sehe ich das eher wie so einem Straßenkünstler nochmal zusätzlich was geben, dann verstehe ich das auch. Ja. Mhm. Aber okay, tanz für mich ab, wenn du mir meinen Kuchen bringst. Der Typ kommt vorbei, fährt mit seinem Auto, gibt mir die Pizza und verabschiedet sich wieder. Der Typ im Restaurant, mit dem habe ich wenigstens eine Stunde Kontakt, ja. Ey, der fährt euch die halbe Stadt, um dir Pizza zu bringen. Ja, aber das ist sein fucking Job. Ist immer der Job von den Leuten. Aber trotzdem werden die ja scheiße bezahlt in der Gastronomie. Ja, aber das ist doch das Problem. Ja,
Aber du löst ja nicht, nimm dir denn kein Trinkgeld. Nein, ich gebe ja das eh nie, weil ich halt nicht bestelle. Ich komme gar nicht in die Situation, deswegen kann ich also auch so arrogant ja, daherreden. Ja. Ich komme ja gar nicht in die Verlegenheit, dass ich den Geld geben müsste. Ja. Ja? Deswegen kann ich das ja alles so sagen. Aber es ist doch trotzdem, weißt du, ist doch trotzdem scheiße. Finde ich nicht scheiße. Ich finde natürlich das System scheiße, ne? Ist ja keine Frage. Aber ich finde, du kannst... Es müsste von heute auf morgen, müsste das geregelt sein, dass die das nicht brauchen. Der Kapitalismus bricht dich zusammen, wenn du denen keine 2 Euro in die Hand gibst. Der Kapitalismus nicht, aber vielleicht dieser Geschäftszweig kriegt dann Probleme, weil dann keiner das mal machen will. Da bin ich nicht deiner Meinung. Ich finde, das gehört dazu. Inzwischen weiß ich, dass es dazu gehört. Es gehört hier dazu. Es gehört nicht in jedem Land dazu. Nee, das ist ja auch das Nächste. Und und deswegen will ich auch nicht, dass das so als normal angesehen wird. Naja, aber offensichtlich. In allen Kulturen gibt es ja irgendwie Sachen, die anders gelöst werden. So. Ja, aber findest du es besser, wenn die Leute ordentlich bezahlt werden oder findest du es besser, wenn der Kunde das macht? Das schließt sich nicht aus. Sie sollen besser bezahlt werden. Bis es passiert, gebe ich dir halt noch Euro dazu, mit dir okay, aber können. Aktuell ist ja schon die Lage so, dass du so ein bisschen das machst, weil du ein schlechtes Gewissen hast oder weil du weißt, dass die schlecht bezahlt werden. Genau, deswegen mache ich das. Und nicht, weil die irgendwie einen extraordinary Job machen. Ja. So. Und wenn du die Wahl hast zwischen beiden, weil du jetzt gesagt hast, verschiedene Länder haben verschiedene Kulturen. Es ist ja kein Entweder-Oder. Es ist ja ein Jetzt-Zustand, die werden scheiße bezahlt. Was kann ich tun, wenn ich die schon quasi losschicke extra, um mir Pizza zu liefern? Ich gebe dir einfach noch 1 Euro oder 2 Euro mit dazu. Aber du schickst aber auch nicht die arme Feuerwehr los, um einen Brand zu löschen. Ja, aber das ist ja auch eine freiwillige Feuerwehr meistens, ja, viel. Dann geh mal weg von der Feuerwehr. Staatlich bezahlt. Geh mal weg von der Feuerwehr. Schickst du den armen Taxifahrer los zu fahren? Das ist einfach sein fucking Job. Ich fahre ja auch kein Taxi. Naja, aber weißt du, das ist ja wie zu sagen, oh, ich schicke jetzt die arme Frau in den Kindergarten auf Kinder aufpassen. Na klar gibt es Berufszweige, die es auch verdient hätten, das Trinkgeld bekommen, aber so ist es nun mal nicht, dass es irgendwie etabliert ist, aber da ist es etabliert und es ist was ganz Einfaches. Ich habe kaum Kontakt zu Kindergärtnerinnen und zu Pflegekräften, ich bin selten im Krankenhaus, aber was ich oft mache, ist Pizza bestellen oder gebe ich dem Menschen, der am Tag 5000 Mal durch die Stadt fährt mit seinem Fahrrad und mit seinem Moped, gebe ich einfach 1 Euro dazu, damit er am Ende des Tages irgendwie erfreuen kann, er hat nochmal einen extra Huni gemacht. Ich will jetzt den auch gar nicht runterreden, ist ja schön, dass er sich erfreuen kann. Ja. Ja, mir geht's nicht um das arme Schwein, der soll sein Geld von mir aus gerne haben, aber es ist trotzdem scheiße, dass es so ist und ich will das anders haben. So. Ja, sicher. Von mir aus. Weißt du, da stellst du dich quer, du bist so konservativ, Tino. Nee, ich bin nicht konservativ. Ich will, dass es sich ändert. Da haben wir jetzt schön 10 Minuten über Tipping Culture geredet. Wir könnten, also in Amerika ist das noch viel schlimmer, Alter. Da kriege ich noch mehr die Kette. Wir haben auch noch eine lange Liste in meinem Kopf von Argumenten, aber das geht mir jetzt gerade zu weit. Das sage ich auch immer. Wenn ihr wollt, also wir über das Tipping sprechen, kauft euch doch einen Hörerwunsch. Wir haben noch garantiert. Einen offen, aber ja. 2 oder 3 bestimmt auch noch. Noch ganz kurz als Anmerkung: Eminem hat wohl 3 Kinder und das 19-jährige Adoptivkind hat sich auf TikTok quasi als nicht-binär geoutet. Sein neuer Name Stevie sei. Ja. Stevie Wonder. Personalpronomen sind she, he und auch they möglich. Also alle sind. Was? Möglich. Moment, dann habe ich das aber. Ich habe gerade vorgelesen, dass sein neuer Name. Na gut, das bezieht sich auf das Kind. Wegen she, he und they. Also alle Pronomen sind okay. Ach so. Egal. Was haben wir hier noch? 24. Mai 2022, 2 Jahre her. Der 18-jährige ehemalige Schüler Rob Elementary School, bla bla bla, Uvalde. Wir hatten das thematisiert, das war, wo die Polizisten sich nicht reingetraut haben. Ah, ja. Das ist jetzt exakt 2 Jahre her und es gibt jetzt einen Rundumschlag an fetten Lawsuits. Und zwar wird Microsoft verklagt, Instagram und Meta sowie die Waffenfirma, die das bei der Schießerei verwendete Sturmgewehr hergestellt hat. Was, Meta wird verklagt? Meta wird verklagt, unter anderem, ja. Aber auch Microsoft, weil Blizzard das Spiel Call of Duty hergestellt hat. Hm. Also wir haben im Jahre 2024 wieder eine Killerspieldebatte, weil diese große Tragödie ist natürlich nicht passiert, weil die ganzen feigen Polizisten da irgendwie vor der Tür standen und eine Stunde lang der Typ machen konnten, was er wollte in der Schule. Nein, das ist alles so gekommen, weil Call of Duty existiert und die Waffen da so realistisch aussehen. Das heißt, es gibt einen ellenlangen Rattenschwanz von Sachen, die schuld sind, aber die eigentlich schuld sind, haben keine Schuld quasi. Mhm. Nur die anderen. Also ich sage mal, zumindest wird die Waffenfirma angeklagt, wobei die jetzt
finde ich, auch nicht unbedingt das Problem ist, die Leute, die die Waffen herstellen, sondern eher die ganze Kultur, die Gesetzgebung, die dahinter steckt, dass es keine, keine Red Flag Laws gibt, dass irgendwie psychisch beobachtet oder also psychisch Kranke vielleicht beobachtet werden und nicht Waffen kaufen können. All sowas. Da sollte man vielleicht den Finger reinhalten, aber man kann wahrscheinlich die Gesetzgebung in diesem Sinne nicht verklagen und irgendwas muss man ja verklagen. Ich bin auch dafür, dass man Höcke nicht mehr bestraft, sondern man bestraft einfach den Menschen, der Buchstaben erfunden hat und Sprache. Mhm. Als Höcke überhaupt in der Lage war, diesen Satz auszusprechen. Das stimmt, ja. Doch, klingt das logisch. Ist eine heiße Sache auf der Spur. Was auch logisch ist, ist, dass Oliver Pocher ein Arschloch ist. Ach stimmt, das Oliver Pocher-Ding. Oh. Das behaupten gerade zumindest viele Menschen. Ne? Also ich habe das nicht gerade gesagt, sondern Oliver Pocher wird gerade von vielen als Arschloch bezeichnet, als kalt und was weiß ich. Denn er hat bei einer SWR-Show eine Zuschauerin gedemütigt. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, weil es einfach nicht cool ist wahrscheinlich. Ich habe es mir angeschaut. Und da geht es darum, dass er sie wohl als Jungfrau bezeichnet und sie richtig fertig macht. Da ist sie auch in Tränen ausgebrochen, fand es einfach nicht geil. Hat also wieder eine Person gemobbt irgendwie, die dafür überhaupt nichts kann. Also. Und dann ist sie wohl, ich will ganz kurz, wie ich es verstanden habe, erzählen, dann ging sie wohl zum SWR nach der Show und hat gebeten, dass es nicht ausgestrahlt wird. Und es wurde wohl auch nicht ausgestrahlt, aber Pocher hat es extra nochmal bei Instagram hochgeladen, diesen einen Ausschnitt. Und jetzt gibt es eine Klage. Nein. So, deswegen wollte ich da direkt intervenieren, weil ich habe mich mit diesem Thema sehr viel beschäftigt. Ja. Der hat sein Special aufgenommen, hat dort mit dieser Frau bereits interagiert. Das fand sie wohl nicht so gut und hat dann hinterher gesagt, das möchte sie bitte rausgeschnitten haben. Mhm. Zusätzlich dazu hat er nach seiner Aufzeichnung, nach dieser Show noch einen Livestream auf Instagram gemacht, so 10 Minuten, und hat dort mit den Leuten geredet, unter anderem auch mit ihr, und hat dann dort gesagt, guck mal hier, das ist die, ich weiß nicht, ob sie in dem Special gesagt hat, dass sie Jungfrau ist, weil das wird ja nicht ausgestrahlt, habe ich nicht gesehen. Er sagt es da auf jeden Fall, es wirkt so ein bisschen, als würde er quasi dieses Geheimnis dann nochmal explizit jetzt verraten oder weiß ich nicht, und macht auf jeden Fall so sexuelle Anspielungen und sagt auch direkt irgendwie am Anfang zu den beiden, die da sitzen, na ihr heißen Schnecken oder irgendwie sowas in die Richtung. Also es hat alles auf jeden Fall ein Geschmäckle und man sieht auch, dass ihr das eher unangenehm ist. So, sie lacht am Anfang, aber ne. Oliver Pocher sieht das etwas anders. Er sagt, da sind halt Sprüche passiert worden. Wer zu meiner Show geht, weiß, dass da Sprüche passieren. Wer das nicht abkann, soll sich nicht noch in die erste Reihe setzen. Wo er meiner Meinung nach einen gewissen Punkt hat. Das macht das Individuelle jetzt nicht viel besser, weil es war halt wirklich nicht elegant, wie er da mit ihr umgegangen ist. So. Aber ein Stück weit, ne, muss man sagen, man weiß, wer Oliver Pocher ist und man geht da nicht zufällig hin. So. Und das gebe ich ihm. Aber er hat dann 2 Tage später, ich glaube in Innsbruck, so einen random Rant auch noch abgelassen und hat dann auch sowas gesagt wie, es ist nun mal so, dass es, wenn ich durch Stuttgart bin, mittlerweile der Einzige bin, der nicht mit Kopftuch rumläuft. So ganz random aus dem Nichts irgendwie so reingestreuselt. Ach, Pocher, ey. Ganz, ganz komisch. Und zum einen bin ich auch der Meinung, Sprüche sind nur Sprüche, aber das gilt nicht für jeden Spruch, muss man schon trotzdem gucken. Und wenn die sich dabei unwohl gefühlt hat, okay. Er sagt auch selber, dass die SWR-Leute, die es aufgenommen haben, eigentlich witzig fanden und dass das dann von oben raus entschieden wurde, dass das nicht ausgestrahlt wird und dass man sich distanziert. Verstehe ich alles. Ich glaube, die Wahrheit ist so ein bisschen in der Mitte, aber Oliver Pocher ist trotzdem weit davon entfernt, witzig zu sein. Ja, das stimmt. Also er hat Sachen gemacht, wo ich sagen muss, die waren schon ganz lustig. Gerade zur Corona-Zeit war ich auch sehr auf der Seite war auf der Seite von der Impfung und so, hat sich über die ganzen Leute lustig gemacht, die Corona nicht ernst genommen haben. Da hat er mal ganz kurz einen coolen Hype gehabt, ne, bei TikTok und so, aber es flaute dann doch wieder schnell ab. Ja, es war dann aber auch schon sehr kontrovers, ne? Also trotz allem, klar. Der dann wirklich hart auf Leute eingeprügelt, die zwar Personen des öffentlichen Lebens waren, aber weil halt zu weit ging, genau. Also ich habe hier einen Bericht gelesen, wo drin stand, als Pochers Auftritt endete, verließen die anderen Gäste das Gelände. Die von Pocher mehrfach wegen ihrer Jungfräulichkeit angesprochene Zuschauerin blieb sitzen und weinte. Also ich habe hier schon noch verstehen, dass sie geweint hatte und das nicht gut fand. Das und so. Kann sein, das sieht man halt in dem Video natürlich nicht. Und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das wahrscheinlich so war. Ja. Aber die hat halt vor Tränen, vor Freude gelacht.
geweint. So. Ah ja, okay. Die hat vor Freude gemacht. Ja, wer zu Pocher geht, ja, muss man auch sagen, wer geht denn da schon hin zu dem Typen, ja? Trotzdem finde ich es nicht richtig, so auf Personen, gerade die nicht in der Öffentlichkeit stehen, so einzuprügeln und sich über die lustig zu machen. Das fand ich bei Raab schon immer nicht lustig. Ja. Dass er halt immer so auf Leute, da, gegen die und unter ihm in Anführungsstrichen sind, ne? Er hat da nicht so die Awareness auf jeden Fall. Er hält ihr halt auch so die Kamera ins Gesicht und sie dreht sich zur Seite. Offensichtlich findest du das nicht so geil. Aber naja, auch Oliver Pocher, so lustig wie der doch ist, vielleicht sollte der bei Joe Biden mal anfangen, weil Joe Biden sucht jetzt einen Meme-Manager, der bezahlt wird mit bis zu $85,000 im Jahr. Was, wie viel? $85,000. Hm. Also wenn du Social-Media-Verwalter sein willst, machst doch immer hier auf Facebook kecke Sprüche. Ja. Vielleicht machst du die jetzt für Joe Biden mal und gute Meme-Bildchen. Ach nee, ich habe mich mal beworben für das Magazin Royal tatsächlich, weil die hatten mal so eine Ausschreibung gemacht mit suchen witzige AutorInnen für ihre Show und ich bin nicht genommen worden mit der Begründung, es sei zu witzig. Okay. Aber ich glaube, das war ironisch gemeint. Okay. Deswegen mag ich sowas nicht, nee, ist nicht mein Ding. Aber vielleicht, du vielleicht, du bist doch ein Keck. Ja, ein Online-Keck. Also man muss da nach Minnesota oder irgendwie so ziehen, spricht leider ein bisschen dagegen, ich habe keinen Bock in die Staaten zu ziehen. Aber ich finde es witzig. Ja, wieder der Vergleich, mit Deutschland, der Herr Scholz. Hallo, ich suche einen Meme-Manager, bewerbt euch. Das wäre schon einfach absurd. Ja, aber die sind ja auch hier gerade im Wahlkampf so begriffen. Ja, wenn er jemanden findet, aber es kann doch um Homeoffice machen, so eine Aufgabe. Das verstehe ich nicht. Nee, ich weiß nicht warum, aber der muss auf jeden Fall an einen bestimmten Ort. Ich habe noch eine letzte Meldung von mir und zwar gibt es wohl eine neue Romeo und Julia Inszenierung am Theater mit Tom Holland und die Julia wird von der Schauspielerin Francesca Amewuda Rivers gespielt und man kann es am ersten Nachnamen ein bisschen erkennen. Ja, ist rassistisch von dir zu sagen. Nee, es ist ein afroamerikanischer Name und sie ist auch eine afroamerikanische Schauspielerin, wie man das gibt's nicht. Sagt, POC. Ein Weißer kann Schwarze nicht lieben, das ist widerlich. Genau, das sagen auch gerade viele in den Kommentaren, wie kann denn Julia eine Schwarze sein und so. Also selbe Debatte wie um Ariel und um andere die oder Hermine und, von Harry Potter, die ja auch dann schwarz besetzt worden ist bei Das verwunschene Kind am Theater, ist jetzt ein riesiger Shitstorm entbrannt über diese Shakespeare-Tragödie mit und von Tom Holland. Ich wette, es gibt da eine passende Vergleiche, für die ich jetzt nicht mehr fit genug bin, aber wenn man sich quasi vorstellt, dass eine Person plötzlich gespielt wird von einer Person, die... Also, wenn Hermine zum Beispiel so eine Punkrock-Frisur plötzlich hätte, wäre das halt auch sehr out of character. Naja, aber die Frisur ist ja wichtig für den Charakter, weil die auch die Haare beschrieben werden. Ja, aber ich sage, dass es da keinen Shitstorm gäbe. Ja, genau. Das meine ich ja. Genau. Dass das zwar trotzdem ungewohnt wäre und nicht so, wie sie im Buch beschrieben ist, wobei J.K. Rowling natürlich irgendwie hinterher gesagt hat, ach ja, übrigens, Hermine ist schwarz, da war ja irgendwie mal was. Ja, hat also aber so nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, dass Hermine eine Rolle ist, wo es egal ist und dass es in den Büchern wird ihre Hautfarbe gar nicht erwähnt. Das hat sie gesagt. Ich habe es anders in Erinnerung, aber ist auch nicht so wichtig. J.K. Rowling, muss man nicht drüber reden. Trotzdem glaube ich einfach, um diesen Vergleich zu beenden, wenn das Romy und Julia wäre und Julia hätte plötzlich einen fetten Irokesen, würde es keinen Skandal geben. Genau. Aber trotzdem wäre es halt weird, weil es auch nicht in die Zeit passt. Und naja, aber du kannst ja auch so eine Geschichte, das ist ja auch Theater, du kannst ja auch Geschichten auch in neue Zeiten transportieren. Ich habe schon ganz viele klassische Theaterstücke gesehen, die in die Neuzeit gebracht worden sind. Ich sag doch, dass das alles in Ordnung ist. Ich möchte den Spiegel vorhalten, dass es halt dumm ist. Weißt du, weil bei dem einen, ich würde behaupten, dass der Irokese sehr viel merkwürdiger wäre als dunkle Haut. So, und trotzdem würde es höchstwahrscheinlich keinen Skandal drum geben. Aber ich will halt sagen, dass sich an der Inszenierung könnte man so viel verändern und niemand würde irgendwas sagen. Alle würden sagen, ja, es hat neue Interpretationen und so, ist doch toll. Aber sobald sich die Hautfarbe ändert, ist das Geschrei halt sehr groß. Und daran erkennst du halt, dass es den Leuten nicht um Traditionen geht oder um die ursprüngliche Variante von Romeo und Julia, sondern um blanken Rassismus, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen oder vielleicht auch selber nicht checken, dass sie so denken. Aber du hättest ja auch Romeo und Julia machen können mit Julia hat irgendwie gar keine Haare oder so. Ne? Oder du könntest die Geschichte auf dem Mars oder auf dem Mond inszenieren, wird auch keinen stören. Aber kaum hat Julia schwarze Hautfarbe, ist halt ein Riesenproblem. Das finde ich halt sehr schade. Das grundlegende Problem ist viel wichtiger, nämlich dass das Internet zu sehr über Outrage funktioniert und das ist einfach ein bisschen nervig.
Und Dr. Who. Ist halt ja. Clickbait auch, ne? Also solche Artikel verbreiten sich halt gut, deswegen schreiben Journalisten auch eher über sowas. Ja. Und das befeuert sich sehr gegenseitig. Und deswegen finde ich gut, dass wir uns hier nicht aufregen, sondern wir uns eher lustig machen über Dinge, die passieren. Schön. Ich versuche zumindest, mich nicht aufzuregen. Und eins noch, Dr. Who wird ja auch jetzt zum ersten Mal von einem People of Color Schauspieler gespielt, wo auch alle sagen, ey, wie kann das denn sein, er war noch nie schwarz. Wo ich dann sagen muss, ja, das ist es vielleicht. Er wurde in den letzten 60 Jahren, ist ja schon sehr alt, die Serie Dr. Who und die Geschichte, wurde immer von weißen Männern gespielt und jetzt einmal von einem Schwarzen. Es ist auch kein Woke-Washing oder irgendwas. Und es ist einfach nur, okay, jetzt gab es ganz viele Weiße, jetzt vielleicht mal einen Schwarzen, warum nicht? Ändert ja auch nichts, ne? Ja, ich wollte als Gegenargument wählen. Ja, aber Dr. Who war auch vorher noch nie eine Frau. Jodie Whittaker, was soll das? Genau. Dr. Who war auch vorher noch nie William Hartnell. Ja, der wurde immer von anderen Leuten gespielt und nicht von William Hartnell. Was soll denn das? Das ist ja die Story, das ist, ne? Das ist doch alles Geschwaller. Wir drehen uns doch damit im Kreis. Das ist so. Doch alles irgendwie. War nur sehr viral in meiner Bubble, wollte ich nur nochmal erwähnt haben. Was geht man denn jetzt der Woche? Also ich muss sagen, für unsere Brennpunktbewertung ist auf jeden Fall der Tod von Kabosu was wert. Das ist... Weil es ist eine Online-Persönlichkeit. Das ist ein Hund. Er ist ein Hund. Dann finde ich auch, dass der Absturz, literally, der zweitragische Absturz seit Kobe Bryant, Reisi, finde ich auch, ist ein großes Ding. Wenn der iranische Staatschef da mit dem Außenminister stirbt. Also ich wünschte mir fast... dass das... Nee. Also Moment, ich hatte gerade einen Gag, aber der muss noch ein bisschen braten. Also die Punchline des Gags ist Reise nach Jerusalem. Ja. Ja. Reise nach Jerusalem. Aber ich muss da noch ein bisschen drüber brüten. Kannst du einen KI-Song draus machen? Ja. doch. Wir machen es so. Ich wünschte mir fast, dass Israel verantwortlich gewesen wäre für dieses Attentat, weil dann wäre Reisi nach Jerusalem ja quasi gut. Lass ich so stehen. Okay. Unkommentiert. Also Jerusalem. Also ich bin auf jeden Fall in der letzteren Hälfte, also über 5 auf jeden Fall die Woche. Da gehe ich schon mal hin. Okay. Ich finde auch, dass das Auseinanderbrechen der Idee im EU-Parlament etwas wert ist, weil ja die AfD jetzt rausgeflogen ist. Ja. Weil bisher konnte die AfD immer sagen, wir sind die Opposition und die ganzen Linken und so wollen uns fertig machen und haben sich verschworen. Aber jetzt ist es zum ersten Mal so, dass auch ihre eigenen Freunde, also auch ihre rechten Freunde im EU-Parlament sich gegen sie stellen. Ja. Also könnt ihr nicht mehr sagen, alle haben sich gegen uns verschworen, die einfach andere Meinungen sind. Nein, auch die ganzen anderen Faschos finden euch zu rechts. Das ist auch auf jeden Fall was Krasses. Es ist wirklich Gigi D'Agostino, du hattest recht. Guck, so. Du bist einfach sehr versiert in Popmusik. Ja, ein bisschen. Ja, ich gehe da mit, was du sagst. Ist es eine 7? Nicht ganz, würde ich sagen. Nee? Also es war halt auch nur der Reisi, ne? Wenn das jetzt irgendwie plötzlich Netanyahu oder so gewesen wäre. Das heißt nicht, nur Reisi. Dass ich mir irgendwas wünsche oder so. Das war schon einer der ganz großen Hetzer und ganz großen. Aber der ist ja gerade medial nicht so relevant gewesen. Ja, das vielleicht nicht. Aber wenn, ich gehe mal jetzt davon weg, wenn das auch ein Biden oder so gewesen wäre, da huiuiui. Ja, ja, das stimmt. Also, ja, da gehe ich auch mit, das stimmt. Naja, geh mal auf die 6,5. 6,5. Ja. Würde ich auch ganz gerne. Gut. Gerne beschließen wollen. Dann möchte ich nämlich L'amour du toujours in die Playlist einlegen, weil es geht ja gar nicht anders. L'amour du jour von Gigi D'Agostino. Aber bevor wir das machen, sollten wir vielleicht noch was anderes etablieren, und zwar Nazis aufs Maul, Nazis aufs Maul. Deutschland für alle und Nazis aufs Maul. Das finde ich gut. So. Aber Gewalt ist schlecht. Also wir haben in die Brennholz-Untermusik-Playlist bei Spotify haben wir eine schöne Playlist. Und da tust du von Gigi D'Agostino L'amour toujours hinein. Ich habe auch schon einen Song reingemacht heute, bevor ich hergelaufen bin. Und zwar habe ich einen Song wiederentdeckt aus meiner Kindheit, nämlich Rescue Me von Bell Book. Ich habe Ball and Cock gelesen. Nee, Bell Book and Candle. Cock and Candle. Bell Book and Candle. Also es ist ein Song, der klingt sehr international. Ist es auch, weil das ist unsere Außenministerin. Ah, Baerbock, ja. Ja. Und ich dachte mal, wow, das ist voll die amerikanische Band und so. Und ich habe auch den Refrain nicht verstanden, was sie da singt. Aber ich habe jetzt den Text endlich verstanden, weil ich nachgelesen habe. Und es ist eine ostdeutsche Band. Mhm. Die kommen aus Ostdeutschland. Geil. Ich kann sie gleich mal anspielen nach dem Podcast. Ost, Ost,
Ostdeutschland. Ist ein ganz bekannter Song und ich dachte mal, der wäre voll international, aber es ist ein ostdeutscher Song. Voll krass. Deswegen Rescue Me von Bell Book and the Candle und Gigi D'Agostino mit L'Amour Toujours mit neuen Text, den wir gerade komponiert haben. Da haben wir jetzt quasi zwei ostdeutsche Banger-Songs. Ja, kann man sagen. Empfohlene Songs übrigens hier auch von Spotify ist Brandenburg von Reinhard Grebe und Paul von Die Ärzte. Hm, und Falco Wiener Blut. Na gut, liebe Leute, dann wascht euch mal, ja, wenn der Dreck nachrutscht oder was man so sagt. Wir müssen langsam Schluss machen, ich muss nämlich wohin. Ich auch, ich fahre jetzt nachher nach Erfurt. Gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Guck mal, das ist der Song, oder? Den kennst du safe auch.